Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Okay, was ist das? Cartoon Box, Top 10 of all time. Okay, cool. Alice im Wunderland kennen wir doch schon, oder? Nee, das kennen wir nicht. Nee, das andere, was wir letztes Mal geschaut haben, was noch gar nicht so lange her ist, da saß sie ja an diesen Kaninchen bauen. Hier läuft sie durch den Wald. Okay, cool. Ist was anderes also. Oh. Oder? Ja, das kennen wir noch. Jetzt kommt. Nee, ich bin mir sicher, bei den anderen saß sie vor diesem Bau. Oder so. Und hat da ist der reingerannt und. Aber jetzt kauft sie auch da rein. Dann kommt wieder der Zauberer. Und die Höhle sieht wieder genauso aus wie beim letzten Mal, wo ich schon sagte. Das sieht aus, als ist man in einem A drin. Hey! Okay, nee, das kennen wir nicht. Das ist nicht dasselbe. Das war letztes Mal nicht so. Das ist sowas anderes. Ach nö! Diesmal hat die sogar recht, dass das da drin aussieht, der Tunnel wieder. Na wenigstens ist er kein Haufen entgegengekrochen. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde da als Hase auch blöd gucken. Raucht die Idee voll hinten rein, Alter. Ich scheiß mich ein. Oh. Ja, warte, was für eine Reaktion, Alter. Das ist ja eine Reaktion von einer toten Katze, die nicht mehr lebt. Dumm! Ja, der hat wenigstens Reaktionsvermögen, Mann. Junge, übertreib halt komplett. Ja, alles klar. Ob er auch im Bett so gut hämmern kann wie auf das Ding? Aua, aua, aua. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ich meine, wer hat doch einen Hammer mit dem Bett, aber trotzdem. Scheiße. Scheiße. Papa, lass mich einscheißen. Das ist echt nicht gut. Das sind Schmerzen, die ich zu mit spüre, Alter. Was? Ja, wer lässt es auch einfach in Zell? Oha. Im Casino, Alter. Ja. Ah, ich dachte, er wollte die eintauschen. 21? Okay. Wenn der jetzt gewinnt, also dann hat er auf jeden Fall was gewonnen. Coole Sache. Erinnert mich an eine Folge von Twilight Zone, die Serie aus 2000. Aus 2000 oder 2001? Auf jeden Fall, da gibt's auch was. Da findet der so einen alten Kassettenrekorder, womit er die Zeit zurückspulen kann. Damit räumt er ein Casino übel ab. Bis auf dann, bis dann das Ende kommt. Ah. Hä? Beste Zahlbein-Roulette ever? Ah. Ja, der sucht die jetzt wirklich. Ach, das ist die Gefängnisnummer. Das ist die Nummer, die zugeteilt wird. Sehr gut. Ja, wie soll man sowas auch ahnen, ne? Ah, das kennen wir auch. Genau. Ey, komm, was... Was ist das auch für eine Eiskugel? Was ist das auch für eine Eiskugel, die bei Lecken so einfach runterfällt, Mann? Jetzt krieg ich Bock auf Eis, Alter. Ich darf kein Eis essen. Ich habe mein Kalorienlimit für heute schon erreicht. Hat man das nicht schon in der anderen Folge? Ja. Da habe ich doch gefragt, wie das Ding landet. Da was abgeschmissen wird. Jesus, geil. Ich muss sowieso noch was aufschreiben, so lange wie das läuft da. Achso. Huh?
Ja, gleich wird's lustig. Ich würde aber auch mal gerne so durch die Galaxie fliegen und einfach nur viele verschiedene Galaxien planetarisch entdecken. Ja, aber die Lebenszeit reicht halt nicht aus, um alles zu sehen. Mann, das Universum hat eine unendliche Weite. Ja, ich weiß, es sagen viele, es gibt ein Ende, aber ich kann mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen. Ich glaube ja auch nicht so wirklich an den Urknall, dass dadurch alles entstanden ist. Und was war dann davor da? Davor muss ja auch irgendwas gewesen sein. Selbst wenn es das Nichts ist, ist es was, was es war. Es ist eine komplizierte Sache. Das ist aber schon krass, ne? Es ist wirklich so unvorstellbar, wie das Universum unendlich lang ist. Das heißt, es ist eine unendliche Weite. Aber wenn es irgendwann endet, was ist dann dahinter? Puh, ich will gar nicht mit den Gedanken spielen, also dann spiele ich wieder zu lange damit und versuche zu forschen. Na gut. Die Militärs kommen home. Da gab es auf Insta mal so geile Videos, wo gefilmt wurde, die Reaktion, wenn der Militärvater oder Sohn gerade aus dem Kriegsgebiet wieder nach Hause kommt, nach Jahren oder Monaten. Die waren cool. Was ist das für ein Ring, Alter? Einfach nur ein Silberring. Also, ich meine, sieht aus wie... was? Oh, fuck, ist der dumm! Oh Gott, ist der dumm! Wieso hat der eigentlich eine Granate dabei, Mann? Auf die andere. Unser Kollege ist tot, er hat sich selbst gesprengt. Wie ist das bescheuert? Ah, schon wieder der Unsichtbare? Das kennen wir auch. Einfach nur eine Hut und eine Fliege, Mann. Wisst ihr eigentlich, was mir da gerade auffällt? Er hat nur einen Hut, eine Fliege und einen Handschuh an. Der Rest des Körpers ist ja einfach nackt. So gehe ich auch ständig ins Restaurant. Na gut, ist ja egal, sieht ja eh keiner. Auch stell dir mal vor, man wird plötzlich sichtbar, wie bei SpongeBob. Oh oh. Na gut, die sind ja nicht plötzlich sichtbar geworden, aber stell dich mal vor, das passiert. Du wirst plötzlich sichtbar und dann stehst du einfach nackt da. Und jeder sieht deinen kleinen Willi, Mann. Schon lustig, man kann durch ihn durchgucken, man sieht aber nicht, wo es reinging, ist Essen. Ich wäre aber auch abgehauen bei der Rechnung, Mann. Das kommt doch niemals 9000. Gut, wer weiß, wie viel davor schon gefressen haben, aber Alter. Ja, ich umarm den Topf, den heißen Topf umarm ich auch ständig so. Ganz normal. Ey, das sieht aus wie Scheiße, Mann. Klatsch, klatsch. Was ist das? Gefängnisgras? Erinnert mich an die Folge von Asterix, wo sie bei den Römern gehen wollen, weil sie hier Falballa und ihren Freund befreien wollen. Und da sind sie auch beim Militär und da kriegen sie auch so ein Scheißessen und verprügeln erstmal den Koch, weil sie besseres Essen wollen. Das war eigentlich einer der witzigsten Asterix-Filme, ne? Also auf die neuen jetzt, die kamen, die 3D-Animationen, die zwei letzten, die waren auch mega lustig. Asterix im Land der Götter hieß der, glaube ich, und der andere, das Geheimnis des Zaubertranks. Die waren auch mega witzig. Und nächstes Jahr soll ja sogar ein neuer Film kommen, also ein Real-Film von Asterix. Da bin ich schon gespannt drauf. Oh nein, die
Oh, wie viele sich da wohl wieder einscheißen? Oh, da möchte ich nicht mehr reingehen wollen, Alter. Die Dunstwolke des Todes. Und kein Fenster offen, na herrlich. Nein, das ist ein U-Boot. Wieso kann man in den U-Boot das Fenster einfach öffnen? Voll dumm. Na gut, es ist nicht weit unten. Das letzte Luftloch kommt raus. Oh Gott, oh Scheiße, ist das dumm. Also in den U-Boot möchte ich nicht stationiert sein. Es ist zwar geil, so bestimmt U-Boot zu tauchen, ja, und da unten mal alles anzugucken. Obwohl du vielleicht ganz unten nicht viel siehst, weil es dunkel ist wie Scheiße. Aber, mal abgesehen, dass es da unten düster ist wie ein Bärenarsch in so ein U-Boot, stell dir mal vor, du wirst da unten getroffen. Du hast ja null Chance, wieder hochzukommen, oder? Wenn du da unten auf Boden sinkst und da gibt es bestimmt keine Rettungsboote, in die du einfach springen kannst, die dich nach oben katapultieren. Ah, das kennen wir auch schon. Hier sind wieder Max und Moritz im Spiel. Ich glaube auch, der will damit bestimmt Max und Moritz parodieren. Der Zeichner dieser Serie. Lecker. Beste Essen der Welt, Mann. Na, so lange schmeckt uns doch alles in Ordnung. Feine Finger mit Knochen noch. Das erinnert mich an die South Park-Folge, wo Cartman von Scott Tenement die Schamhaare abkauft und er am Ende seine Eltern umbringt als Rache und in seinen Chili die Finger noch drin hat mit dem Ring dran, wo Scott seine eigenen Eltern als Chili frisst sozusagen. Und er dann noch den Finger rauskramt. Die Folge war krank, Alter. So geil, Mann. Und er denkt jetzt wahrscheinlich, dass es diese Hexe nie gab. Dabei hat die so schön zu essen. Du kannst es nicht zu mir bringen. Gut, ich darf es nicht alles essen, Mann. Ich hasse das. Ich hasse es wirklich so zutiefst, wenn man einen Kalorienplan hat. Weil du kannst einfach nicht mehr essen, was du willst. Und ich halte mich jetzt schon seit... Warte, ich muss mal gucken. Seit einer Woche halte ich mich jetzt schon da dran. Jo, Tatsache. Cool. Und ich habe so viel Schokolade im Kühlschrank, die ich mir davor noch gekauft habe, die jetzt einfach verschimmelt. Ja, das wird's auch. Hat denn die Rapunzel geguckt, Mann? Oh, Scheiße! Wo hat denn der einen Helikopter her, Mann? Voll dumm. Kam ich gerade schon Nummer 1? Hä, bin ich blöd? Ihr war doch gerade... Warte mal, das mit der Hexe? Jetzt? Ja, Nummer 1. Und nochmal, zweimal Nummer 1? Habe ich irgendwas verpasst? Gab's die Nummer 2? Ich guck gleich mal. Schon wieder der Tod. Junge, wenn das im echten Leben so wäre, krank, Mann. Er nimmt's einfach auf den Arm mit. So funktioniert das also. So ist gleich die Leiche entfernt. Oh Mann. So, wie fremd. Oh, ist das mies. Das ist so mies. Och, der Arme. Oh mein Gott, was ist das hier schon? Alter, was ist das hier, Mann? Was ist das hier, Mann? Das ist ja schon wieder krankhafter als kranke Krankheit. Okay.
Wenn euch das Video gefällt. Ach, ich wollte noch gucken, ob es eine 2 gab. Ja, da hast du 2. Warum ist da 2-mal eine 1 drin, ey? Irgendwo wurde doch eine Nummer, bestimmt eine Nummer anders. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert die Szene, verabschiedet mich und bis damit. Ciao.